Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Foundation. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man Bürger freischaltet. Aber ja, das kotzt gerade so ein bisschen an. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, wir haben hier gerade keinen Fortschritt, weil wir es nicht schaffen, einen fucking Bürger anzustellen. Also, wir halten nochmal fest, eine Waffenschmiede haben wir. Eine Brauerei haben wir auch. Wir haben eine Hopfenfarm. Wir haben eine Jagdhütte. Wir haben eine Fassbinderei. Wir haben eine Käserei. Wir haben einen Milchbauernhof, wir haben eine Schneiderei, wir haben eine Weberei, wir haben eine Schäferei, wir haben eine Schmiede, wir haben eine Eisenschmelze, ja, haben wir. Aus was steht jetzt das Eisen jetzt? Wir haben aber eine Eisenschmelze. Wir haben eine Kühlerei, wir haben eine Bäckerei, wir haben eine Windmühle, wir haben eine Weizenfarm, wir haben eine Steinmetzhütte. Wir haben ein Lagerhaus. Wir haben mehrere Lagerhäuser. Wir haben ein Sägewerk, wir haben ein Forsthaus, wir haben alles. Und von diesen Monumenten haben wir einen Marktplatz, wir haben eine Dorfkirche, wir haben eine Holzbrücke, haben wir nicht, aber die brauchen wir auch nicht. Ein Herrenhaus haben wir, eine Kirche haben wir, eine Taverne haben wir. Meiner Meinung nach haben wir alles. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Das macht mich fertig. Okay, meine Leute sind immer noch in Ausland. Schön für sie. Die Sammlerhütte ist fertiggestellt. Cool. Finde ich bestimmt gleich wieder Freiwillige. Freisammler. So. Das könnte ich noch machen. Was ist das eigentlich für ein Dings? Achso, das ist eine Baumeisterhütte. Eine neue Militär. Vielleicht müssen wir einfach mal eine schwere Militärmission packen. Es mangelt aber so sehr an Essen. Ja, ein neuer Dorfbewohner hilft mir jetzt gerade wenig. Das ist irgendwie hier die Hungersnot bekämpft, also das Gefühl. Und das ist eine Aufgabe, die man wahrscheinlich nicht schaffen kann. Ach, hier unten ist schon der Marktplatz fertig. Du verkaufst Bären. Können wir hier die Prio ein bisschen hochstellen? Oder ist es nicht so möglich? Ein letzter Schlacht, extrem der Macht. Okay, hier wird ein Haus gebaut. Ja, ich möchte hier Wohnraum gestalten. Wie man das hier alles abgeholzt ist, kann man hier wohnen. So, wunderschöne Siedlung angelegt. Okay, da wird jetzt gebaut. Schön, dass auch immer jemand arbeitet. Das ist auch wunderschön. Da freut man sich doch drüber. So, da kann man jetzt Kleidung, Gebäudeteile, freien Mitarbeiter. So, was fehlt uns denn noch? Wir haben keine Wildschweine. Das liegt wahrscheinlich daran, dass unser Jäger nicht so erfolgreich ist. Hier hinten ist ein Jagdgebiet. Vielleicht brauchen wir hier einfach noch ein bisschen Jagdgebiet. Territorium. Enthält Mineralien, das ist auch sehr cool. Da müssten wir mal anfangen, sowas abzubauen. Hier Abbau. Ich weiß gar nicht, ob man da eine Steinmetzhütte oder so viel braucht. Oh, und hier sind zwei so Sträucher. Und dann wollte ich hier noch das Jagdgebiet erhöhen. So. Aber ich sollte hier abbauen, gell? So, Sammlerhütten. Zwei Sammlerhütten hier hinten.
dass wir genügend Nahrung reinbekommen. Da brauchen wir wahrscheinlich jetzt halt einen Steinbruch oder so. Fischerhütte, vielleicht müssen wir halt einfach irgendwo eine Fischerhütte bauen, die wir nicht bauen können. Speicher brauche ich nicht. Steinbruch. Produziert Steine? Ja, ich brauche aber keine Steine. Ich brauche irgendjemanden, der den Scheiß da baut. Goldschmelze. Ja, wahrscheinlich ist das was von denen hier unten. Egal. Er wollte nicht ein Gesandter irgendwas von mir? Ja, da steht er, ja. Was brauchst du, Fisch? Ich habe keinen Fisch. Zwei neue Dorfbewohner. Habe ich irgendeine Aufgabe schon für euch? Nee, ich habe nichts. Aber jeden Moment sollte da hinten was Wunderschönes gebaut werden. Aber keine Ahnung, ich weiß halt auch nicht, was ich jetzt gerade tun soll. Ich weiß, ich kann es freischalten, aber ich weiß halt auch nicht, wie. Aber vielleicht muss ich einfach mal so eine schwere Militär... Okay, Beförderung. Zu Leibeigenen. Jetzt erstmal die zu Gemeinern, die gehen. Den Rest zu... Ja, wegtreten. Alle aufs Höchste befördert. Jetzt bauen die da hinten wahrscheinlich voll fett. Und heulen gleich rum, dass sie keinen Bauraum haben. Können wir uns direkt mal anschauen. Meine Soldaten waren siegreich. Krieg ich jetzt Dinge? Okay, sie kehren von der Mission zurück. Rennen da auch gleich vorbei, wie so kleine Ameisen. Ja, ich bekomme gerade keine Ahnung, was für Einnahmen. Obwohl ich gar nichts mache. Wie sieht's denn mit meinen Leuten aus? Ich habe 09 Ankommlinge, 53 Leibeigene. Einwanderung in 3 Tagen. Niedrig, weil die Beschäftigung, die Wohnfläche niedrig ist. Okay, ich brauche wohl mehr Wohnfläche. Das kriege ich hin. Hier oben macht man das, glaube ich, zu. Genau. Territorium. Kaufen. Grundsätzlich kann man die ganzen Scheiß hier abbauen. Wo hier abbauen. Cool, Goldmünzen und so. Dann chillt mal, dann schicke ich euch mal auf eine schwere Mission. Vielleicht kriegt ihr dann andere Dinge. Nein! Schlechtes Wetter. Ich habe jetzt doch schon so einen Hungersnotstand. Wir werden einfach sterben. Unser Volk wird ausgelöscht werden. Hier, da, alles könnt ihr bewohnen. Ich baue euch da gleich Brunnen und Markt hin. Brunnen. Baubeginn. Ganz viele Brunnen einfach. Brunnen. Noch ein Brunnen. Da hinten ist auch noch ein Brunnen. So, und mittig davon jetzt einen Markt. Oh, Sammlerhütte ist fertig. Das heißt, dann ist die. Ich muss ja hier die Arbeitslosigkeit senken. Ich fühle mich gerade wie das Arbeitsamt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Da können wir jetzt auch noch einen wunderschönen Markt bauen. Monument, Marktplatz. Hier so mittig einfach. Einmal hier, einmal hier. Haben wir sogar noch 2 weitere Marktstände. Baubeginn. Neue Militärmission ist verfügbar, okay. Ja, wir haben gerade keine Einwanderung und gleich kommt ein Unwetter. Das ist... Große Scheiße ist das. Ja.
Dann würde ich mich mal an dieser Stelle verabschieden und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht bei Foundation. Bis dahin, tschüss.